Moin moin und herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. No Man's Sky ist wirklich der, ich sag mal, Gewinner der drei Games. Hätte ich nicht mit gerechnet. Also es standen ja No Man's Sky, Diablo 4 und The Last of Us Part 2 gegeneinander an. Und dass sich No Man's Sky gegen zwei AAA Games durchsetzt, hätte ich jetzt wirklich, wie gesagt, nicht gedacht. Knappes Ding war es aber bei den Likes der Videos. Ich habe gesagt, ich gehe nach den Likes. Diablo 4, ne, warte mal, The Last of Us 2 hatte 4 oder 5 Likes. Also für meine Verhältnisse und die Videos ist das gut, ja. Andere, die das vielleicht sehen und schon, weiß ich, wie viele Abonnenten haben und zigtausende Aufrufe auf ihren Videos, die lachen sich bestimmt nass jetzt. Aber für mich ist das genial und ich finde das gut so. Bedanke mich für jedes Like, ganz, ne? So logisch. Ja, The Last of Us Part 2 hatte, glaube ich, 4 oder 5 Likes. Kann sich ja jetzt mittlerweile schon geändert haben. Ich gehe mal kurz ins Traumschiff. Und Diablo 4 war zum jetzigen Zeitpunkt bei 35 Aufrufen und 7 Likes. No Man's Sky zum jetzigen Zeitpunkt bei 96 Aufrufen, aber nur 6 Likes. Da habe ich mir so gedacht, okay, willst ja keins der beiden Games jetzt, also ich mache ja sowieso alle drei, so nach und nach, aber ich habe mir so gedacht, ich mache No Man's Sky und Diablo 3 zusammen, also zeitgleich fast. Was soll's? Ich habe nur ein Problem. Ich habe so ein Spiel wie Diablo noch nie Let's Played. Ich habe das mal live gezockt, ja klar. Aber ich denke mal, also Diablo hat ja eine Hauptstory. Die würde ich mit euch durchgehen. Ja, ab und zu vielleicht auch mal einen anderen Dungeon oder so. Oder so ein saisonales Ereignis vielleicht. Aber nicht alles. Hauptsächlicherweise die Story würde ich mit euch machen und dann würde ich das Spiel halt abschließen im Let's Play. Aber wie ich das hier bei No Man's Sky mache, weiß ich nicht. Das ist ein endloses Spiel. Ich habe mir so überlegt, dass wir uns einen geilen Planeten aussuchen in einer geilen Galaxie und dann eine geile Base bauen. Und dann mal gucken, was dann noch so passiert, ja. Eine schöne Flotte aufstellen. Uns ab und zu mit ein paar Piraten anlegen. Und ich denke mal, denn, ne, sollte das gewesen sein. Aber gut, warten wir erstmal ab. So, ich bin vom Orbit wieder in den gleichen, auf den gleichen Planeten gelandet. Und wir sollen jetzt zu dieser Markierung. Aber bevor wir starten, ich kann mich noch erinnern, wir haben noch genau Saft für einen Start. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen die Wasserstoff. Ja, warte mal, wie war das mit dem Touchpad? Traumschiff. Hier, Startschubdüse aufladen. Raumschiff-Treibstoff. Raumschiff-Treibstoff oder Uran. Gut, dann brauche ich den Extraanzug. Ja, dann Moment. Ich brauche die Wasserstoff- und Metallplatten. Gut, sammeln wir erstmal die Wasserstoff- und Metallplatten. Warte mal. Hallo? Da. Ferritstaub. Geht nicht, okay. Ferritstaub. Scannen wir. So. Hier. Hier sind wir doch richtig. Ja, ich würde sagen, ich werde mich hier auch nicht abhetzen oder so. Wir machen ganz gemütlich Folge zu Folge.
hoffe dann, kommen gut voran. Wie gesagt, ich habe bis jetzt ja auch nur ein-, zweimal gespielt. Also, habt Erbarmen, ja, wenn ihr das Spiel schon besser kennt. Könnt ihr mir ein paar Tipps geben in den Kommentaren. Für sowas bin ich immer zu haben. Anzugsystemboost. Okay. Jetpack Stromstoße. Oh! Ja, hallo! Das finde ich in der Pflanze? Gut, gut. Was ist das hier eigentlich? Kohlen. Kohlenstoff. Wow. So, ich würde sagen, das holen wir uns noch hier. Und dann machen wir uns Treibstoff. Ah, das kann ich ja hier noch mitnehmen, ne? Wenn es schon auf dem Weg liegt. Ah, wenn wir einen besseren, wie heißt das Ding? Ein besseres Multi-Werkzeug haben, geht ja alles bitte schneller. Ein bisschen Ferritstaub. Gut, also machen wir noch zwei Platten und oh, was haben wir hier? Kristallfragment. Können wir für 3280 Units verkaufen. 50 können wir stacken. Coole Sache. Die Wasserstofffilet. Gut, jetzt machen wir aber Treibstoff. Geht nicht, okay. So, wie viel tankst du einmal auf? 100%, wa? Ja, hallo. Gut. Ah, ist das schön. Was ist das denn hier? Na, ich lande jetzt nicht. Ich muss da irgendwie schneller, warte mal. Raketenwerfer, ich habe noch keine. Protonkanone. Impulsantrieb, warum? Achso, planetare Interferenzen. L1 und R1 war das. Immer noch nicht. Jetzt geht's. Und da sind wir doch. Geht doch.
Geist war Boost. Aha. Überlegt mal, wie lange wir jetzt gelaufen werden. Also die Planeten sind schon echt krass groß, ja. Das dürft ihr nicht vergessen. Warte mal. Da war doch nichts. Ich verstehe es gerade nicht. Hallo. Ja, soll ich da jetzt hinlaufen oder wie? Komm näher. Moin. Also der Planet tut uns absolut nicht gut. Er ist eklig, giftig. Warte mal, ich brauche was für Lebenserhaltung. Wir hatten doch was von Ratio Farm. So, wo soll es jetzt hier sein? Ah, Signal wird festgelegt. Und wo? Ach da! Sollte unser Schiff holen, ne? Die funkensprühende Kabel der Maschine erzeugen ein Signal, das die Übertragung ins Nichts ausstrahlt. Wer immer die Nachricht hinterlassen hat, ist schon lange fort. Kein Treibstoff in Station nicht erreicht. Kaum Gefahrenschutz. Keine andere Wahl als unterirdischen
Basiscomputer eingesetzt. Ebenso wie der Protokolleintrag enthält das Signal Pläne für einen Basiscomputer und einen Terrainmanipulator. Den brauchen wir. Mit etwas Glück enthält der Basiscomputer mehr Informationen über diejenigen, die die Nachricht hinterlassen haben oder hinterlässt. Chromatisches Metall brauchen wir jetzt. Kohlenstoff-Nanorohr. Den brauche ich zuerst, den Terrainmanipulator. Okay. Moment. Kohlenstoff-Nanorohr. Nanorohr. Und noch ein. Geht nicht. Kohlenstoff fehlt, ne? Sauerstoff brauchen wir auch. Machst du? Geht alles leer hier, alles leer. So, jetzt aber. Gefahrenschutz. Natrium. Kohlenstoff brauchte ich für die Waffe auch, ne? Genau. Noch ein bisschen. So, das zweite Nanorohr. Und dann haben wir das. So, wie schaltet man nochmal um? Dreieck, ne? Jetzt können wir nämlich graben. Und wenn uns jetzt wieder ein Sturm überrascht oder so, und unser Flugzeug ist nicht in der Nähe, unser Raumschiff, dann können wir uns auch eingraben. Und wir können auch ganz viele Schätze finden. Also das Ding ist echt wichtig. Gibt es denn hier irgendwas in der Nähe? Guck mal, da hinten ist ein Schatz. Technologiemodul. Ich das gerade... Unterirdisches Relikt. Gehen wir da mal hin. Graben wir das mal aus. Das ist ja Geld wert. Wer weiß.
Wirbelwürfel. Was sind die denn wert? Die sind sogar zum Handeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und dann können wir mit diesem Multi-Werkzeug natürlich aber auch scharf schießen, ne? Also das können wir auch noch einbauen. Sammle Kupfer. Okay, Kupfer habe ich da vorhin gerade irgendwo gesehen. Kupferansammlung. Ist sowas dichter? Zu weit weg. Kupfer. Boah, zu weit weg. Gut, dann nehme ich. Das. Da drunter. Also lass mir die hier weg. Ja, ganz schön. Gut. Wohnprogramm wird gestartet. Verarbeite Kupfer, um chromatisches Metall herzustellen. Raffinerie, genau. Raffinerie. So, wir wollen. Wie viel brauchen wir denn? Technologie aufgeladen. Machen wir die Hälfte. So. Alles wieder zu mir. Ah, nee, ist. Der Basiscomputer markiert einen Ort zum Bauen. Finde einen geeigneten Ort und setze den Basiscomputer ein. Rufe mit das Baumenü. Jetzt will ich mal hier hin. Hightech. Registrier. Registriere das Land als Eigentum. Als dein Eigentum. Benutze die Basiscomputer im Viereck. Bewege das Terminal. Sucht nach kartografischen Archiven. Die universelle Archivsuche weist keinen früheren Anspruch auf diesen Ort auf. Sonartest bestätigt, Ort ist für Bau geeignet. Ort beanspruchen? Jawohl. So, den Schub automatisch aufsuchen in deinem Schiff. Höhlenunterschlupf. Ja.
Ich suche ein nützliches Terminal mit Viereck. Stürme fegen über, aber nur noch wenig Baumaterial. Deponiere Unterschlupfpläne, während ich muss bald zurück. So, jetzt können wir bauen. Bauen, bauen. So. Das sind unsere Baupläne. Halte R2 gedrückt, um das Erschaffen-Modus zu starten. Bauholzbodenplatte. Ich baue es einfach nur mal so, dass wir das Tutorial hinter uns haben, weil ich will hier eh nicht mich niederlassen. Von daher machen wir nur so viel, wie wir müssen. Bauholzwände. Dach. Hä? Ferritstaub. Mist. Ah, auch Ferritstaub. Ferrit, Ferrit, Ferrit. Hab ich doch richtig geguckt. Ich brauche Fried. Wo waren diese komischen Blumen hier? Oh Gott, nein. Hier. Ja, ich weiß. Aber schnell. So, Dach, ne? Angewinkelte Bauholztür. Puh, safe. Nicht schlecht. Kehre zum Basisgebiet zurück. Nein, wir warten jetzt. Ich werde jetzt auch hier die Folge beenden, weil der Sturm könnte noch etwas länger dauern. Ja. Wenn euch diese Folge gefallen hat, ihr wisst ja, was ihr machen könnt. Daumen nach oben, kommentieren, abonnieren. Würde mich freuen. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir nächste Folge uns wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.